Hallo, liebe Gruppe. Ich möchte euch heute einmal den Raum erklären. Denn selbst ich als langjährige psychologische Beraterin habe erst tatsächlich durch die Pferde erfahren, was mein Raum ist, beziehungsweise dass wir in Räumen leben. Ich persönlich habe sehr viel mit Schmerzkörpern gearbeitet, mit dem inneren Kind. Da hat ein oder der andere vielleicht was schon gehört, aber den Durchbruch hat wirklich das Verständnis des Raumes gebracht. Und deswegen möchte ich euch das heute einmal erklären. Was ihr hier sehr gut seht, ist das Bild, wo ihr eigentlich nichts seht. So kommt ihr auf die Welt. Das bist du. Das bist du als Baby. Und dein Raum, in deinem Raum ist noch nichts drin, weil es sind noch, ihr habt noch keine Erlebnisse gehabt, ihr kommt als Baby auf die Welt und dann prägen euch eure Eltern. Und die ersten 6 Lebensjahre sind die wichtigsten, das ist diese Prägungsphase. Die ersten 3, da haben bestimmt viele was von gehört, sind die allerwichtigsten, aber die ersten 6, da geschieht eure Programmierung. Und diese Programmierung sieht so aus, dass ihr dort dann zum Beispiel eine Verlustangst reinbekommt, weil zum Beispiel die Eltern sich getrennt haben. Und diese Angst entsteht, entsteht aber auch dieser Gedanke unbewusst, das wisst ihr als Kind natürlich noch nicht, dass ihr schuld seid. Ich bin schuld, dass meine Eltern sich getrennt haben. Obwohl ihr natürlich nicht schuld seid, aber es ist in eurem Raum verankert. Oder aber, das sehe ich auch immer wieder, oder ich kenne das von meiner Mutter, du bist zu klein. Meine Mutter hat mir zum Beispiel sehr wenig zugetraut. Und nicht, weil ich es nicht konnte, sondern weil sich meine Mutter es nicht zugetraut hat. Und das hat sie auf mich projiziert. Und das ist für euch auch ganz wichtig. All diese Dinge, die hier drin sind, ihr tragt keine Schuld, sondern es ist euch mitgegeben worden von euren Eltern. Oder dass ihr alleine gelassen worden seid, weil Vater oder Mutter viel weg gewesen ist. Das war bei mir wiederum auch so, dass mein Vater unheimlich viel gearbeitet hat und er sehr, sehr viel weg war. Und natürlich habe ich das so hingenommen als Kind. Es war aber, es ist in meine Programmierung, in meinen Raum reingekommen. Oder du schaffst das nicht. Egal, ob jetzt Prüfungen sind oder als kleines Kind irgendwo einen Baum hochklettern, da sind die ersten Prägungen und es ist wie in Stein gemeißelt. Oder Leistungsdruck, bei mir auch ganz extrem, extrem da. Oder aber super interessant, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und ich frage, wie war denn deine Kindheit? Dann habe ich auch einige, die sagen, oh, ich hatte eine super, super tolle Kindheit. Und es ist, zu viel Liebe ist genauso schädigend wie zu wenig Liebe. Dieses Übergestülptsein, dass die Mütter die Kinder so mit ihrer Liebe erdrücken und dadurch kann ein Kind dann nicht wachsen. Und das ist alles in unserem Raum. Und jetzt kommt es, der Zusammenhang, warum Pferde uns so gut helfen können. Das sind Pferde. Und die Pferde leben im Hier und Jetzt. Die haben natürlich auch ihre Geschichte, ganz klar. Aber die Pferde haben alle ihren eigenen Raum. Und die Pferde sind so präsent. Das habt ihr in einem der vorherigen Videos gesehen, das mit dem schwarzen Wallach, dass er gesagt hat, hey, hier ist mein Raum. Und er hat die anderen Pferde weggeschickt. Und das ist zum Verständnis, dass das die Pferderäume sind. Und jetzt kommen wir wieder zu dir. Das ist wieder dein Raum, dein jetziger Raum. Und in deinem Raum ist durch deine 6 Jahre Prägungsphase, die ich gerade gezeigt habe, ist jetzt gerade vielleicht die Angst sehr groß. Oder der Stress oder die Arbeit nimmt viel Raum ein. Oder die Familie, wenn ihr Kinder habt oder ihr habt einen cholerischen Partner oder ihr habt eine cholerische Frau oder ihr habt einen Partner, der sehr viel weg ist. Da könnt ihr bitte gucken, wo stehe ich gerade, was ist in meinem Raum. Und jetzt kommt der super, super, super interessante Aspekt. Das Pferd, weil das Pferd ein Fluchttier ist, das Pferd nimmt euren Raum direkt wahr. Sobald ihr zum Pferd kommt,
sieht oder fühlt das Pferd sofort schon aus Entfernung. Ah, heute überwiegt die Angst bei ihr oder bei ihm. Heute überwiegt der Stress. Oh, sie hat den Raum voller Arbeit oder die Familie überwiegt extrem. Und dann kommt es dazu, dass das Pferd dann eure Probleme quasi spiegelt. Und entweder ihr sitzt auf dem Pferd und ihr merkt, oh Gott, mein Pferd ist total unruhig. Oder aber es lässt sich gerade nicht führen, es bleibt immer stehen. Das war lange mein Problem, weil ich so verkopft war und so, ich bin immer durch mein Leben gerannt. Und das Pferd hat mir gespiegelt, hey, du kannst jetzt nicht mehr rennen. Du musst jetzt im Hier und Jetzt sein. Und ich war lange, lange Jahre, obwohl ich eine Praxis hatte mit der psychologischen Beratung und. Ich war nicht im Hier und Jetzt, weil ich einfach so in meinem Programm drin war. Ich konnte da nicht raus. Und deswegen möchte ich euch zeigen und kann euch zeigen, wie ihr da rauskommt. Und da seht ihr ja jetzt das Pferd und das Pferd spiegelt sofort euren Raum an dem Tag. Und mit den Übungen hier in dieser Gruppe werde ich euch zeigen, wie ihr in euren Raum kommt. Das allererste ist, dass du erstmal guckst, was ist gerade in meinem Raum drin und dass du guckst, was spiegelt mir mein Pferd. Wenn es die Unsicherheit ist, dann guck, okay, woher kommt die Unsicherheit? Habe ich zu viel Angst, zu viel Stress, was auch immer? Und das allererste ist, es wahrzunehmen und es anzunehmen. Das ist das Erste. Und schreibt ruhig unter diesem Post eure Erlebnisse, wie sieht mein Raum aus? Und dann kann ich euch auch Antworten drauf geben. Und das ist das, wer ist gerade präsent in deinem Raum? Angst, Arbeit, Glaubenssätze, Stress, Familie. Gibt natürlich noch ganz viele, der Nachbar, der mich ärgert, meine Freundin, die mir auf den Geist geht. Ich hatte auch eine ganz süße Patientin, die sagte, meine Putzfrau, die konnte 3 Wochen nicht richtig klar denken, weil die Putzfrau ihr so auf den Geist ging. Es gibt ja so viele Sachen. Und das Wichtigste ist, schaue bei dir, gucke bei dir. Und die erste Übung ist, mal dir am besten dich selber auf und gucke, was ist in dem Raum. Und da, auf diese Basisübung bauen sich ganz viele Übungen auf, wie ihr dann mit eurem Pferd und beziehungsweise mit euch selber, ihr braucht ja kein eigenes Pferd, in eure Präsenz, in eurem Raum kommt. Und es geht nicht darum, dass wir die Sachen wegschieben, sondern es geht darum, dass wir zum Beispiel die Angst, dass ihr die Angst benennen könnt und dass ihr die wahrnehmen könnt. Und dann schauen wir, wie ihr diese Angst dann bearbeiten könnt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und ich hoffe, das hat euch weitergebracht. Und bis bald. Tschüss, eure Svenja.